Mein Name ist Tiernik Heinzel. Ich habe eine Lehre als Bäckerin gemacht und ich war in Sevilla. Ich habe von dem Erasmus-Programm erfahren, also in der Arbeit. Eine Arbeitskollegin von mir hat dort zweimal mitgemacht als Lehrling und hat mir davon berichtet und wie cool es war. Da habe ich mir gedacht, geil, da mache ich auch mit. Die Arbeit in Sevilla war urlauernd. Also ich habe in einer kleinen Bäckerei gearbeitet. Wir waren zu siebt mit mir. Angefangen haben wir mit Handsemmeln schlagen und Baguette machen. Dann haben wir Brot gerollt, haben Croissants gerollt. Nachdem es in Sevilla eine kleine Bäckerei war, hatten wir nicht so große Maschinen wie hier in Wien. Deswegen haben wir die meisten Sachen alle mit der Hand gemacht, was urcool war. Im Auslandsaufenthalt hat mir besonders gut die Menschen gefallen und die Stadt natürlich auch. Die Stadt war auch wunderschön, so von den Gebäuden her anders und farbvoller. Aber die Menschen eben auch. Die Menschen waren viel ruhiger und freundlicher. Die meisten haben gelacht. Nicht so wie hier in Wien, so jeder grantig und mürrisch. Das war schon schön. Meine größten Learnings waren, also dass ich auf mich allein gestellt war. Ich habe bei einer spanischen Oma gewohnt und die konnte kein Englisch, sie konnte nur Spanisch. Und das war eben für uns beide sehr herausfordernd, aber ich habe eben mit ein bisschen spanischen Wortschatz, was ich kann, dort mit ihr kommuniziert, mit Händen und Füßen. Ja. Und auch so das Selbstständige, das Selbstständige rausfinden, wie man zur Arbeit kommt oder zu Trafiken oder generell irgendwo hin. Meine Highlights waren, also nach der Arbeit bin ich jeden Tag in die Stadt gegangen, habe mir die Stadt angeschaut, bin verschiedene Wege gegangen. Aber das größte Highlight war, mein erstes Tattoo habe ich mir in Spanien stechen lassen. So. Ja, also ich würde Erasmus Plus würde ich definitiv für Lehrlinge weiterempfehlen. Sie können sie sehen eine andere Stadt, sehen, wie andere Menschen leben, wie es dort zugeht, wie es dort ausschaut. Dann lernen sie auch viel mehr über sich selbst, so was sie erreichen können, wenn sie selbstständig sind. Sehr viele Erfahrungen sammeln sie dort und ich denke, das gibt eine positive Weiterentwicklung. Geh über deine Grenzen, erfahre Positives und entwickle dich weiter.